Startaufstellung von Borussia Dortmund. Im Tor mit der Nummer 1 Stefan. Mit der Nummer 4 Steffen. Mit der Nummer 5 Giulio. Mit der Nummer 7 Stefan. Mit der Nummer 8 Michael. Mit der Nummer 9 Stefan. Mit der Nummer 10 Andi. Mit der Nummer 13 Kalle. Mit der Nummer 15 Jürgen. Mit der Nummer 17 Jörg. Mit der Nummer 23 René. Einmal Dortmunder, immer Dortmunder. Norbert Dickel, Stadionsprecher, Ex-Profi, einer aus der großen schwarz-gelben Familie. Erlebniswelt Westfalenstadion, immer ausverkauft, immer eine unvergleichliche Stimmung. Zuschauer Andi Möller beim Spiel gegen den HSV, Einweihung der neuen Tribüne, Fassungsvermögen demnächst 54.000. Es war aber auch die Saison der Comebacks. Stefan Chapuisat, Karl-Heinz Riedle, letzterer kam gleich zweimal zurück, weil in Kaiserslautern böse gefoult. Viele waren verletzt, auch Sammer und Möller. Und unser größtes Problem war einfach, dass Andi Möller 6 Wochen nicht spielte. Und der ist der wichtigste Mann bei uns in unserem Spiel von der offensiven Entwicklung. Er ist der Stratege im Mittelfeld und derjenige, der Tore macht und Tore vorbereitet. Und das war ein riesiges Handicap für uns. Auch in Karlsruhe 0:5 und das am 31. Spieltag. Die schwärzesten anderthalb Stunden der Saison, mindestens genauso lang die Aussprache mit Hitzfeld. Am Tag danach, der Titel war in Gefahr, nur noch nicht verspielt, weil Bayern so schwach, der Glaube an die eigene Stärke war futsch. Wir haben gesagt, das kann einfach nicht wahr sein. Wir sind eigentlich kurz vor der Meisterschaft, wir konnten einen entscheidenden Schritt machen und haben uns da so auseinandernehmen lassen. Wir waren sehr, sehr unzufrieden mit uns selbst. Jeder Spieler war mit sich selbst unzufrieden und auch mit der Mannschaftsleistung. Das war vielleicht auch ganz gut so, dass die gesamte Mannschaft komplett schlecht gespielt hat, weil es konnten auch keine Vorwürfe untereinander gemacht haben, weil derjenige, der es gemacht hat, der wäre nicht ganz bei Trost gewesen, weil jeder praktisch weit unter seiner Form gespielt hat. Auch Dr. Gerd Niebaum fand die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Der Präsident sprach im Trainingslager Tacheles. Die Aussprache nach Karlsruhe, die wohl wichtigsten der Saison. Diese Aussprache, glaube ich, war der zündende Funke. Gleich danach hat man eigentlich den Eindruck gehabt, dass so jeder die Faust geballt hat und gesagt hat, so jetzt wollen wir es aber wissen, jetzt wollen wir es packen. Es folgte die Trotzreaktion gegen Uerdingen, mal wieder allen voran Jürgen Kohler. Nee, ich hab gerade Kamerateam im Auto. Ja, ehrlich. Privat stets freundlich, umgänglich, kompromisslos in der Abwehr, entschlossen vorm gegnerischen Tor. Jürgen Kohler, Spitzname Kokser, ein ganz entscheidender Mann im Kampf gegen die Bayern. Was hatte er sich nicht alles anhören müssen? Zu alt, zu langsam. Das war ganz am Anfang, kurz nach seiner Verletzung. Von wegen, er schaffte sie alle. Jürgen Kohler kämpfte in seiner ersten Saison für Dortmund so leidenschaftlich, als hätte er nie woanders gespielt. Stefan Reuter gehört wie Kohler zum Mannschaftsrat, ebenfalls verletzt, doch als es drauf ankam, war auch er, der stellvertretende Kapitän, voll da. Reuter traf gegen Uerdingen gleich zweimal, wie schon zum Saisonende letzten Jahres in Duisburg. Auch nach Niederlagen ist der Franke stets gut gelaunt. Julio Cesar, die dritte Bank in Dortmunds torgefährlicher Abwehr. Und laut Trainer Hitzfeld mit einem eigenen Duftwässerchen für jedes Körperteilchen konnte der Brasilianer bei seinem 33. Geburtstag im eigenen Restaurant Maracana auch gut gebrauchen. Im letzten Jahr färbte sich Giulio die Haare gelb. Diesmal sollte es im Titelfall eine Glatze sein. Alles weg, alles weg. Giulio hielt sein Versprechen. Die Meisterfeier war ganz nach seinem Geschmack und als ihm die Mannschaft auch noch ein Ständchen brachte, wollte er nicht mehr weg.
Und es gibt nur einen Andi Möller. Mit ihm kam der Erfolg zurück. Von seiner Schnelligkeit, seinen Flanken und Ideen profitierten die Mitspieler. Zum Beispiel Michael Zorc. Keiner ist mehr Dortmund als er. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier zur Schule gegangen, habe Spiele in dem Club, wo ich selbst Fan von war, wo ich auf der Tribüne gestanden habe. Also da verbinde ich eigentlich fast alles. Zorc und der Fernsehturm, die beiden Wahrzeichen der Stadt. Zorc, ein typischer Busse. Ich glaube, unsere Stärke liegt eben im Zusammenhalt der Mannschaft und dass der eine mal an einem Tag eine Führungsrolle übernehmen kann und in der nächsten Wochenende ist es dann ein anderer. Also das ist, glaube ich, unsere Stärke. Und da ist auch keiner neidisch, wenn der eine mal ein bisschen mehr im Vordergrund ist und der andere an dem Wochenende mal zwei Tore tritt. Also jeder gönnt dann dem anderen den Erfolg, weil wir wissen, letztendlich jeder Einzelne den Erfolg, wenn auch die Mannschaft erfolgreich ist. Der Kapitän ließ sich bis zum Titelgewinn einen Bart stehen. Mit 15 Saisontouren schoss sich der 33-Jährige in die Herzen der Fans. Aber nach den Siegen gegen Uerdingen und Leverkusen warnte er eindringlich vor Überheblichkeit. Wir müssen erstmal noch unsere drei Punkte holen. Ne? Wir sind noch nicht Deutscher Meister. Ich will es erstmal abwarten, weil ich sage, ihr wart ja alle in der Schule und da wissen wir, drei Punkte, die fehlen uns noch, die müssen wir erstmal holen. Uns ist das alles schon ein bisschen zu weit gegangen, zu locker. Es haben schon alle gratuliert, der Beckenbauer schon. Ich glaube, wir müssen sehr, sehr aufpassen, weil es ist eine sehr schwierige Lage für uns. Wir müssen uns die Konzentration erhalten, wir müssen die Anspannung erhalten, weil wir können jetzt nicht auf locker schalten und am Samstag dann die drei Punkte holen. Sie holten einen Punkt bei 1860, das reichte. Da kommt ein deutscher Meister! Der Fisch ist drin. Matthias Sammer, der Kopf der Mannschaft, cholerisch, wenn's nicht lief, cool im Erfolg. Ottmar Hitzfeld zum zweiten Male Meistermacher. Stets korrekt, diplomatisch, die Erfolge gaben seiner Art der Taktik und Mannschaftsführung recht. Der Trainer wirkte in der entscheidenden Phase der Meisterschaft etwas entspannter als letztes Jahr. Er musste sich nichts mehr beweisen, nur bestätigen und war nachher ganz locker drauf. Ankunft am Dortmunder Flughafen nach dem entscheidenden Spiel in München. 5.000 bis 10.000 BVB-Fans waren gekommen, so genau wusste das keiner. Ein Verdienst von Dr. Gerd Niebaum, dem stillen und eisernen BVB-Herrscher und Manager Michael Mayer. Die Abwerbungsversuche der Bayern scheiterten, weil das Dortmunder Präsidium hart blieb. Auch oder gerade im Fall Sammer. Vertragsverlängerung mit Steffen Freund. Vertragsverlängerung mit Stefan Reuter, der Bayern so sehr liebt und für Dortmund so gern spielt. Und auch Toni Schumacher blieb beim BVB. Investitionen in eine erfolgreiche Zukunft.